Liebe Freunde, es ist wieder soweit. Eine weitere Folge Hashtag Jagd mich ist am Start. Und heute seht ihr mich mit meinem Kumpel. Ich bin's, Trevor. Genau, erst ein bisschen im Auge rumpulen mit meinem Freund, der irgendwie keine Klamotten mehr hat. Pech gehabt. Im Hintergrund seht ihr ein wunderbares Fahrzeug. Ein Porsche aus Österreich. Polizeidienststelle Österreich. Land Österreich. Grüße gehen raus an euch da draußen und alle meine Zuschauer. Das ist so eine Art Hommage an euch, weil ihr immer schreibt, hey Ralf, mach doch mal bitte was mit der österreichischen Polizei. Und ich dachte mir, ich spawn heute mal eben diesen wunderbaren Porsche. Mein nackter Kumpel ist auch schon bereit. Das bedeutet, wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen Action machen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Schreibt mir bitte in die Kommentare eure Wünsche für Fahrzeuge mit dem Hashtag Jagd mich. Schreibt einfach Hashtag Jagd mich und dann dahinter das Fahrzeug, das ihr sehen wollt. Blaulicht geht auch, wunderbar. Und ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen runter in die Stadt und werden hier gleich ein bisschen Chaos stiften. Was ich übrigens sehr geil finde, ist, dass mein Kumpel wirklich hier in Unterwäsche unterwegs ist. Ist irgendwie ganz witzig. Sagen wir es mal, eine Heckscheibe schon rausgeflogen? Ah, nee, die sieht nur so aus. Der schaut mich die ganze Zeit so an, was ist denn los mit dem? Eine sehr, sehr coole Karre. Ich hätte aber erwartet, dass sie mehr Power hat. Oder? Was sagt ihr? Beschleunigungsmäßig beim Porsche. Aber ich meine, ist der auch super schwer, oder? Täusche ich mich? Ich glaube, die Karre hier hat auf jeden Fall, ja, Gewicht. Alles, Entschuldigung. Apropos Gewicht. Wir fahren erstmal hier an die Karre an den Rand. So, was wir als erstes machen ist, wir gehen auf Vehicle Options. Und wir gönnen dem Auto doch mal nochmal ein bisschen Power. Und zwar unter Mod-Menü. Und dann sagen wir hier auf jeden Fall Transmission und Brakes auf Race. Engine Race. Suspension kann man nichts machen. Aber machen wir auch ein Upgrade, damit das ein bisschen länger hält. Wheels tauschen wir nicht, weil die sind echt riesig. Turbo machen wir an Xenon und alles klar. Und schon sollte die Luzi hier ein bisschen besser abgehen. Ja. Durchdrehende Reifen mag er nicht. Habe ich jetzt hier... Ah, okay. Ah, oh, oder? War da was? Naja, gut. Wir werden es rausfinden, Leute. Wir fahren jetzt noch ein bisschen mehr Power unter der Haube. Ist schon ein bisschen zügiger. Aber auch hier jetzt, guck mal. 120. Wow, wow, wow. Der schiebt auch auf jeden Fall ganz schön hier. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen Chaos. Guten Tag. Polizei ist da. So, Buddy, let's go. Chaos. Ich möchte euch daran erinnern, es ist nur ein Spiel. Alles gut bei dir soweit, Kumpel, ja? Ich finde ihn total sexy hier. Ah, nicht weglaufen, nein. Okay, ich mag diesen Laden nicht. Das war, letztens, als ich den Burger gegessen habe, der war kalt. Das ist der einzige Grund, warum wir hier so eskalieren. So. Ich würde sagen, die Polizei kommt. Dann machen wir uns noch ein bisschen vom Acker. Was ist hier denn los? Ich glaube, ich wechsle auch mal zur Shotgun, oder? Wenn mein Kumpel schon eine Shotgun hat, was nehmen wir denn da? Eine Muskete? Nee. Ich glaube, das hat auch eine abgesägte, oder? Wobei meines ein bisschen moderner, so wie es aussieht. Komm, hauen wir mal nochmal rein. Ich glaube, der hat ein bisschen älteres Modell in der Hand. Ich glaube, die Cops hinter uns haben mir gerade gesagt, ich soll mal bitte rechts ranfahren. Sorry. Wobei, da war ein Pool. Wow, Alter, steht da was da vorne. Hallo? Hallo? Oh, die Cops haben auf jeden Fall gerade leicht einen Akku geschoben, kann das sein? So, wir fahren hier mal rein. Vorsicht. Ich hab sie gewarnt. Ich würde gerne in diesen Pool hier oben rein. Kommen wir hier vorne durch? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen uns mal kurz hier verschanzen. Nackter Buddy. Verschanzung einleiten. Was nehme ich denn jetzt für eine Waffe? Karabiner ist halt schon ein schönes Ding, ne? Ist ja viel. Ja, wo denn? Wo ist denn da jemand? Was sieht denn der schon wieder, was ich nicht sehe? Hat er jetzt auf einen Zivilisten geschossen? Ja, Alter, wo schießt denn du? Ah, da. Ich glaube, es ist Zeit für eine Granate. Ja, den habe ich gut erwischt. Komm, wir fahren hier wieder raus. Die sind so dumm, hier reinzufahren. Typische Cops. Einsteigen, Buddy. Ja, guck mal, jetzt kommen sie. Jetzt, wo es zu spät ist. Genau, schieß mit deiner Pistole. Das ist genau die richtige Waffe, die du hier brauchst. Unglaublich. Diese Cops, unglaublich. Oh, wie schön geht der aussieht. Hashtag geil. Oder? Awesome. So, da vorne haben wir Straßensperre. Mit, oh, ich werde sogar beschossen. Oh, unser Reifen. Unser Reifen ist rip. Das ist nicht gut. Das heißt, wir fahren hier mal
hier rein in diese Ecke. Und stellen uns hier. Wo stellen wir uns denn? Ich brauche auf jeden Fall was, wo wir ein bisschen mehr Schutz haben, auch vorm Helikopter. Nachladen. Warte, steh auf. Ja, nicht direkt vor mich stellen. Genau, jetzt nur aufs Auto treten hier. Granatenzeit. Zum Glück habe ich... Oh, von links. Die machen meinen Buddy echt ganz schön kalt hier gerade. Kann das sein? Oh nein, mein Buddy ist down. Mein Buddy ist down. Oh nein, Hashtag Nacktbuddy ist down. Voll, kurz lange Hashtag. Ja genau, lauf einfach mal hier. Einen habe ich da oben erwischt im Helikopter. Ich glaube es wird... Ah, weiterfahren. Ich muss ein Fahrzeug reparieren. Ich hätte die Reifen mal Schüsse hier machen sollen. Hätte ich nichts weiterfahren können. Aber es wird jetzt so echt ganz schön Action hier. Na gut, wir fahren erstmal mit zwei offenen Türen und zwei rechten kaputten Reifen weiter. Wie viele kaputte Reifen haben wir jetzt? Drei, alles klar. Fährt sich aber trotzdem noch ganz gut. Guck mal, der Porsche wieder. Wer hätte das gedacht? Ja, fahren wir jetzt bloß den Zweck. Ah, guck mal, SEK ist auch schon da. Oh Gott, lenken. Oh. Okay, ich versuche mal ein bisschen... Ich versuche mal, den Strand runterzufahren. Irgendwie mache ich das schon noch gerade. Ah, jetzt kommt, warten wir nicht wieder den Zweck. So, was haben wir denn hinter uns hier? Okay, die haben schon mal einen Unfall gebaut. Sehr praktisch. Über uns haben wir noch den Helikopter. Da haben wir nochmal zwei, eine SEK-Einheit und eine weitere Polizeieinheit. Ansonsten sieht es hier gerade noch ganz fresh aus, ne? Okay, ich könnte ja sogar entkommen, so wie das aussieht. Ist hier links nicht der... Die U-Bahn? Doch, hier ist die U-Bahn. Ciao. Ey, das ist das Beste, was ich machen konnte. Abhauen in den U-Bahn-Schacht hier. So, ich glaube, ich muss mein Fahrzeug opfern, Leute. Für eine schöne Explosion. Sorry dafür. Ah, habe ich das daneben geworfen. Beinahe. Okay, wir versuchen es nochmal. Ah, guter Wurf, guter Wurf. Oh, direkt ins Auto. Wie nice war das denn? Okay, seht ihr, und schon haben wir Platz gemacht da oben. So, komm, komm, komm. Die Waffe ist schon sehr nice, aber ich glaube, ich nehme nur eine... Ah, nehmen wir... Ah, guck mal, Sturmgewehr, Alter. Auf wen schießen die denn da oben? Und er hier ist völlig hängen geblieben. Der kommt gar nicht drauf, sein Leben. Okay, hier unten sind noch keine Cops. Alter, die Waffe, die ich da habe, sieht da auch wieder episch aus, oder? Sieht da jetzt mal rein. Boom. Sherby's Bury. Schönes Modell. Super geil ausverchromt. Ist schon, hat schon was, ne? Damit kann man schon ein bisschen ballern. Ups, ballern. Apropos ballern. Das ist kam stark. Magazingröße 3000 hier, Leute. Wie im guten Hollywood-Film. Was ist das denn leer, Alter? Wahnsinn. Okay, wir laufen mal ein bisschen weiter runter. Komm, Trevor, lauf. Schau nicht so rum. Es gekreische. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Tut mir wirklich, tut mir leid, dass ich Ihnen gegen Sie gelaufen bin. Ich meine, ich hatte auch nicht viel Platz zum Ausweichen. Die war ja schon etwas korpulenter. So, wir laufen ja mal in den Tunnel rein. Ich finde es auch witzig, dass ich hier das glaube ich sehe von den Autos. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier kein, dass kein Zug entgegenkommt. Sonst sind wir Brei, Leute. Okay, bisher gelingt uns die Flucht, so wie es aussieht. Wir laufen jetzt einfach mal durch den Tunnel. Das sieht wirklich, guck mal, wir haben vier Sterne. Und blinken sie schon? Jo, die blinken schon. Da kommt schon der erste Zug, wie ich gesagt habe. Nur aufpassen, dass jetzt hier keiner kommt. Kann ich den eigentlich auch anhalten? Kann ich da drauf springen? Oh nein, oh, oh. Dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee. Ich hab wieder einen Stern. Ja, nice, ich bin wirklich geflüchtet. Wisst ihr was? Dann machen wir das mal ganz einfach. Ich spawne jetzt nochmal ein Fahrzeug hier, bevor wir ewig rummachen.
Nicht Vehicle Options. Vehicle Spawning, zack. Und dann was? Police, Old 2. Wie, not found. Hab mir die größte Mühe gegeben. Das muss doch da sein. Police, Old 2. Also. Blaulicht an. Und wir fahren hier raus, als wäre nichts gewesen. Licht machen wir noch ein bisschen heller. Also die Karre an sich, muss ich sagen, ein bisschen lahm, wie gesagt. Gefällt mir aber sonst persönlich ganz gut. Ich kann auch öfters mal gerne mit österreichischen Polizeifahrzeugen Jagdfolgen machen. Eine komplette Mission, eine komplette Installation Österreich in LSPDFA werde ich wohl erstmal nicht machen. Einfach nur, weil es wirklich sehr, sehr aufwendig ist und ich eine zweite komplette neue Installation davon machen würde oder müsste. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht kriege ich es ja doch hin. Das ist immer so eine Sache, wie viel Bock ich denn habe. Noch eine Information an euch da draußen, Leute. Es gibt bei mir jetzt auf YouTube die Kanalmitgliedschaft. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mich zu unterstützen und mit mir zusammen sogar Videos aufzunehmen. Das ist zwar die höchste Stufe, aber wer da Lust drauf hat, guckt euch das mal an. Ansonsten bekommt ihr auch so Sachen wie exklusive Tutorials. Oder wenn ihr mal gegrüßt werden wollt in dem Video, könnt ihr euch das auch über eine Mitgliedschaft abchecken. Es kam auch gerade ein Windows-Update rein. Ja, warum auch nicht? Ich hoffe, dass die Nachricht da unten rechts nicht für euch sichtbar ist, aber den Sound habt ihr bestimmt gehört. So. Aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher und mach das mal weg. Man weiß ja nie, was OBS hier alles aufnimmt. Wo fahre ich eigentlich hier gerade lang, sag mal? In welchem gottverfluchten Tunnel bin ich denn hier gerade unterwegs? Gibt es hier auch mal wieder einen Ausgang? Ich meine, ich finde die ja ganz nice, die Tunnel. Aber wo zur Hölle hin? Wo fahre ich? Ich weiß, da wird völlig die Orientierung verloren. Ja, moin. Ah ja, bevor wir weiterfahren. Vehicle Options. Und zwar beim Mod-Menü. Gehe ich jetzt hier nochmal in die Einstellungen. Und sage Turbo an. Mache natürlich wieder Transmission Brakes und Engine auf. Und hier Bulletproof Tires, genau. Weil ist bei einer Verfolgungsjagd immer ein bisschen bescheuert, wenn du da einfach angeschossen wirst und dann sind auf einmal deine Reifen weg, dann ist die Verfolgungsjagd keine Verfolgungsjagd mehr. Habe ich kein Licht mehr, die gerade weggecrashed, ja, was hier so dunkel geworden ist. So, bevor wir rausfahren, ich glaube, es ist nämlich schon wieder dunkel. Alles klar, guten Tag. Fix ich nochmal mein Fahrzeug. Wie, you fucker? Habt ihr mich gerade beleidigt? Habt ihr mich gerade beleidigt? Ich bin fucking Trevor, Alter. Yeah, Lex 3000. Ein Scheiß, are you fuck me up, Alter. Mach ich alle fertig. Ihr Waschlappen. Ich bin der österreichische Trevor. Genau, nochmal drüber fahren. Ist ganz schön dunkel geworden. Aber sieht mal wieder schick aus, muss ich sagen. GTA, Grafikmods, ein Traum, sag ich. Ja, und die Cops fahren schön in die falsche Richtung, genauso wie ich es haben will. Ich sollte vielleicht mal mit dem Licht ausmachen. Hallo, geht es auch aus? Okay. Oh, oh, okay, das ist natürlich das Gegenteil von aus. Aber gut, trotzdem sind wir abgehauen. So, ich müsste jetzt ja irgendwo wieder hochkommen. Wenn ich mich täusche, komme ich hier sogar raus. Wow. Bremsweg des Todes 3000. Ich habe nur noch 2 Sterne. Ich würde fast behaupten, wir starten hier mal ein bisschen Action. Jop, und schon werde ich beschossen. Von ihm hier oder was? Okay, die Hütte brennt, Leute. Jetzt sagen wir, bleiben hier mal stehen. Alter! Was für ein Arsch, ey. Wir haben eine ganz gute Position, um zu überblicken, was hier los ist. Wisst ihr was? Ich hätte gerne eine Waffe mit einem geilen Scope drauf. Ich habe doch hier... Welche habe ich denn mit Scope? Ah ja, sehr gut. Wow, AIM 3000. Ah, oh Gott, nee, ich werd getroffen, nicht gut. Meine HP ist leicht am... Oh, Alter, was war das für ein Schuss? Habt ihr das gehört? Jetzt hätte ich mich gerade angespannt. Machen wir die Tür zu, Ralf.
Okay, ich glaube, die Tür ist gebackt. Da ist nichts mehr. Die Tür ist nicht mehr vorhanden. Oh, hier ist direkt das Polizei. Guck mal. Fahren wir mal vorbei und sagen Hallo. Komm, kommt ihr mal bitte mit. Genau, fahren Sie mal bitte einen Meter mit. Oh, SMK ist am Start. Ich glaube, Leute, das wird eine heiße Fahrt. Ganz besonders, weil ich so wenig HP habe. Ich gebe einfach mal Gas und versuche mal auf die ein bisschen weiter zu fahren, um wieder Leben zu gewinnen. Ey. Ja, guten Tag. Haben die jetzt eigentlich auch wieder diese Spike Stripes hier? Weil es ist stockdunkel und ich sehe nichts. Handbremse, 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 hallo. Und schön in die Polizei reingefahren, sehr gut. Stop the car now. Vier Steine haben wir. Im Übrigen, wenn ihr Leute Bock habt auf diesen Nuke-Mod, den ich mal hatte, wo alles völlig krass eskaliert und explodiert, schreibt es mal in die Kommentare. Wow, no, 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 no. What, Alter, was ist doch da gewesen? Als ob die keine Bremsen haben. Aber irgendwas ist irgendwie jetzt meinem Auto gerade nicht gut. Okay, schön, dass wir alle in die Ecke fahren. Ich glaube, ich habe sie getrollt. Wow. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie nicht getrollt. Wow, was ist das denn? Das sind so ein ziviles, Zivilisten. Nein, ich hänge wieder fest. Ah, okay, doch noch nicht. Lass mich mal durch hier, bitte. Ja, ja, lass mich mal durch. Jungs, ihr müsst mich jetzt durchlassen. Ich bin wichtig. Ich bin VIP. Alter, zum Glück gehen meine Reifen nicht kaputt. Das hätte ich sonst nie überlebt, Leute. So, mal. Auch diese... Ihr seht schon, die Balance von dem Fahrzeug ist völlig kaputt. Jetzt hier irgendwo eine Möglichkeit. Okay, ja, sehr gut. Wir müssen ein bisschen weg von dem Helikopter. Das ist das Wichtigste erstmal. Das heißt, ich bleibe hier unter der Brücke. Alter, wie die mich immer finden. Oh, Alter, meine Karre fährt nicht mehr. Oh, was ist hier los? Wir fahren schon. Ich glaube, das ist davon ist gar kein Zivilist. SLK oder so. Verpisst euch alle. Ja, ich brauche eine neue Karre, Leute. Sorry, aber der Porsche ist sowas von RIP. Das tut mir wirklich leid. Ich musste das Fahrzeug wechseln. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Mal gucken, vielleicht finden wir da vorne... Wow, 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 der ist schon beschossen. Ja, das Auto hat es auch schon wieder erwischt. Vielleicht habe ich das große Glück und ich finde da vorne einen Helikopter. Hier unten ist ein Helikopterlandeplatz. Scheiße, steht keiner da, ey. Boah, wie geil wäre das denn gewesen, hätte ich jetzt einen Helikopter bekommen. Dammit. Ja, und jetzt kommt schon die ganzen Cops hier wieder angefahren. Sogar, jetzt warum kommt denn da einer mit dem Truck angeheizt, ey? Ich verstehe die Cops gerade nicht. Ich finde es witzig, mit was für Fahrzeugen die hier überhaupt angefahren kommen. Nur um mich zu verfolgen. Wow, wow, wow. Wow. Was war das denn, Alter? Wow, au, au. Frontalcrash. Okay, ich bin gleich RIP, Leute. Ich bin... Oh, der Helikopter, guck mal. Helikopter. Der ist oben dagegen geflogen. Was war das denn, ey? Okay, ich bin noch nicht RIP. Ich habe noch 2 Sekunden, da habe ich noch zu leben. Ey, ich brauche irgendwo... Irgendwo muss ich mich verstecken vor dem scheiß Helikopter. Komm ich hier durch? Oh, nein, komm ich nicht. Oh Gott, ich... Okay. Ich bin hier festgefahren. Okay, Leute, das könnte es gewesen sein. Das können die letzten Sekunden sein, diese Aufnahme. Natürlich nochmal eine Granate schmeißen. Hier genau. In beide Richtungen, dass ein bisschen Feuer ist. Oh, 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 ich die geschmissen? Ja, nehme ich nicht gut. Vielleicht finden wir sogar noch ein Fahrzeug. Alter, da hinten muss ich doch hier kommen. Es muss in die Luft gehen, das Fahrzeug, damit ich den Weg dahin abschneiden kann. Dass er, wenn einer kommt... Genau, sehr gut. Soll ich zumindest nach hinten ein bisschen Schutz? Hier ist ja gar keiner, hier ist ja gar keiner. Was wie Dickhead? Wow, da ist keiner, soll ich gerade... Da ist einer. Alles klar, warte, laufen. Komm schon, let's go, let's go, let's go. Schaffen wir jetzt über den Zaun da drüben? Please, please, please. Nein, ich komme da nicht hoch. Das ist zu groß. Okay, das war's. Ich bin RIP. Der Helikopter macht mich wohl fertig. Ah, hab ich nicht gekriegt. Oh, 30, oh. Komm rein hier, Trevor, rein! Nein, oh Gott, ich bin RIP, ich bin RIP. Oh. Naja, danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bin draußen. Checkt auch die Endcard. 2 coole Videos von mir. Ciao, ciao, euer Ralf.